Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man diese mit Ei gefüllte Avocado herstellt. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Zuallererst benötigen wir erst einmal Eier. Das hier sind frische Eier vom Bauern meines Vertrauens bzw. von seinen Hühnern. Ja, die pieksen wir jetzt einmal unten an und dann kochen wir diese. Eier kochen habt ihr bestimmt schon mal gemacht. Ist natürlich kein Hexenwerk. Hier ist Wasser, das kocht eigentlich, habe ich nur für die Aufnahme wieder vom Herd genommen. Und da geben wir jetzt mal so ein, zwei Eier rein. Und das Ziel ist es, diese weich zu kochen. Ihr habt das schon im Vorspann gesehen, dass am Ende das Ei auch weich geblieben ist. Ist mir nicht ganz gelungen. Die Frage ist da, wie ihr euer Ziel ist. Ansonsten könnt ihr die auch direkt hart kochen. So, jetzt geben wir die in eine Wasserschüssel mit kaltem Wasser. Und lassen diese dort kurz abschrecken bzw. Abkühlen. Dann ist es im Übrigen auch einfacher, diese zu schälen. So, das zeige ich euch jetzt mal hier im Schnelldurchlauf. Einfach im kalten Wasser schälen. Immer gucken, dass man das Häutchen mitnimmt. Und schwuppdiwupp sind diese Eier fertig gepellt. Mit dieser Technik hat man sogar die Möglichkeit, Eier zu pellen, die noch nahezu komplett weich gekocht sind. Und das geht verhältnismäßig gut. Als nächstes benötigen wir eine Avocado. Die sollte eine ordentliche Größe haben, also in dem Fall ja ungefähr fast faustgroß. Und dann schneiden wir einmal so, ihr kennt das, mit dem Messer am Kern entlang. Dann kann man das einmal so drehen. Die Avocado wird geöffnet und in der Mitte bleibt nur noch der Kern über. Diesen Kern kann man dann ganz einfach mit einem scharfen Messer, zack, drehen und dann lösen. Im zweiten Schritt nehmen wir dann einen Löffel und fahren mit dem Löffel zwischen Fruchtfleisch und Schale entlang und lösen somit Fruchtfleisch von der Schale. Dann kann man die Schale einfach so abmachen und fertig ist. Es gibt hier bestimmt verschiedene Techniken. Wichtig ist, dass die Avocado die richtige Reife hat. Also die ist jetzt ein bisschen weich, aber noch ein bisschen fest, sodass das nicht zermatscht, wenn man das jetzt hier so weiterverarbeitet. Das ist sicherlich ganz wichtig. Und wenn wir soweit sind, machen wir das Ganze mit der zweiten Hälfte klar. Das ist übrigens nicht das erste Rezept für eine gefüllte Avocado. Wer vielleicht meinen viralen Erfolg von der Avocado mit Käsefüllung noch nicht kennt, ich werde das Video auf jeden Fall am Ende verlinken. So, wenn wir dann soweit sind und haben diese beiden Avocado-Hälften von der Schale befreit, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir noch den Platz für das Ei finden. Das ist wichtig, dass man das erst hinterher macht, ansonsten fällt es unter Umständen schwerer, die aus der Schale zu befreien. Jetzt höhlen wir das noch so ein bisschen weiter aus, so vom Gefühl her, dass halt ein halbes Ei reinpasst. Jetzt werden die beiden Innenseiten gewürzt, da nicht sparen, das ist jetzt Terrano Meersalz. Wenn ihr irgendwie eine andere Gewürzmischung habt, könnt ihr natürlich auch diese nehmen. Jetzt legen wir unser weich gekochtes Ei in die Mitte. Und wenn alles glatt läuft, dann können wir das jetzt so zuklappen und dann sollte das passen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eins, wie immer, in Bacon einwickeln. Ja, das ist jetzt hier der coole Bacon von der Landschlachterei Gervinat. Nochmal vielen Dank dafür, sehr geiler Stoff. Das ist Bacon vom bunten Bentheimer. Der hat im Übrigen zum Grillen und zum Einwickeln und sowas auch die richtige Stärke. Nicht wie dieser Frühstücksbacon, den ihr woanders kaufen könnt, der unter Umständen ganz dünn ist und dann nur so Fizzelskram. Habe ich auch schon hin und wieder im Angebot gehabt, aber dieser hier ist natürlich deutlich schöner. Für alle die von euch, die natürlich so ein Gericht mal nachgrillen wollen, denen sei gesagt, unten in der Videobeschreibung befindet sich nochmal die Auflistung der Zutaten und da gibt es dann auch dementsprechende Links. Wenn ihr zum Beispiel mal diesen Bacon bestellen wollt, werde ich euch den Bacon unten auf jeden Fall auch verlinken. So, jetzt ein bisschen gucken, dass das so halbwegs passt. Ihr seht, drei Scheiben, das kommt ungefähr hin an der Stelle. Huch, ja, genau. Und als nächstes noch etwas Barbecue Rub. Ich nehme hier den Fruity Rub. Ihr könnt aber auch einen anderen Barbecue Rub nehmen. Ich finde den eigentlich ganz geil. Der hat so getrocknete Mango innen drin und Lemon Drop Chili. Das ist so ein bisschen süß und ein bisschen scharf. Ich finde, süß und scharf passt hervorragend zusammen. Und viel hilft viel, ne? Seht ihr hier schon, jetzt rubben wir das mal von allen Seiten, so dass das komplett fertig ist. Und dann können wir auch schon zum Grill schreiten. In letzter Zeit habe ich den Broil King Keck sehr oft im Einsatz, so auch heute wieder.
Wir räuchern bei indirekter Hitze. Und das Ganze, ja, jetzt ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Ihr könnt jetzt entweder eine höhere Temperatur nehmen und dafür sorgen, dass der Bacon schön kross wird. Damit riskiert ihr allerdings, dass das Ei im Inneren nicht mehr weich bleibt. Oder aber ihr kocht es etwas langsamer bei geringerer Temperatur, habt den Bacon nicht ganz so knusprig und habt dafür ein schönes Eigelb in der Mitte. Der Mittelweg ist echt schwierig. Ich habe jetzt hier 2-3 Versuche damit gemacht. Ist auch egal, ich lasse es jetzt trotzdem so. Ihr werdet es gleich sehen. Ist trotzdem sehr schmackhaft und sehr schön. Zum Abschluss pinseln wir das Ganze noch mit etwas Steaksoße. Kann man natürlich auch mit Barbecue-Soße bepinseln oder mit jeder anderen Soße, die ihr gerne möchtet. Und lassen es dann noch einmal 5 bis 10 Minuten fertig grillen. So sieht dann das Ergebnis aus. Schneiden wir einmal auf und gucken, wie es aussieht. Zack. Und da ist es, wie gesagt, nicht mehr ganz weich. Viele von euch mögen das aber auch gar nicht. Ganz egal. So, und wenn man dann so eine coole Avocado gegessen hat, dann freue ich mich immer noch auf eine Grillgranate. Angeblich gibt es über 48 verschiedene Etiketten und zack, ja, die Motzkuh, das ist dann wohl mal für meine Frau. Ich nehme die arme Wurst. Ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Teilen, liken, kommentieren, immer gern gesehen. Wir sehen uns in den kommenden Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.